Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir haben es geschafft, ich bin einmal im Block gefahren und ja, jetzt sind unsere Tags wieder gut. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt hier PB, Philbell. Ich guck mal kurz, wie viele Missionen wir für Gary, für Derek. Okay, wahrscheinlich 3 Stück nur. Dann rufen wir ihn mal an und gucken mal, was er sagt. Okay, er hat keinen Auftrag jetzt für uns. Aber er ist anscheinend wieder mega krass auf Drogen. Komischer Junge. Wieso kommen jetzt alles so krass bekannt vor? So viel habe ich das auch nicht gespielt. Ray. Das ist ein Versteck in Alden. Nick, wir wollen dich im Auge behalten in der... Wir wollen dich im Auge behalten in der Nähe haben. Ab jetzt wissen wir, und mach dir keine Sorgen, dass ich jetzt da nicht lebe. Mit ihm wird nichts passieren. Schau, halt deine Fresse, Bastard. Okay, wir haben neuen Derek auf. Wie man das erstmal für Bernie ein? Für Florian. Also doch den Derek-Auftrag. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht sein. Also zwischen 22 und 4 Uhr ist er nicht zu Hause. Also beziehungsweise er ist wahrscheinlich schon zu Hause, nur schläft dann. Warum nicht zu Hause sein sollte, ist irgendwie verwunderlich. Oh Gott, ich hab den falschen Sinn gehabt. Was ist das für sie? Carmen ruft an. Ah, komm, dann machen wir das erstmal. Begib dich gegen 2 Uhr zu Carmen, ja. Gut, wir wollen erstmal eine Karre. Im Taxi will ich da nicht auftauchen. Was sollen wir denn hier am Seitenrand stehen? Hässliche Dreckskarren, Alter. Ich glaube, wir kommen mit dem Chrysler an. Chrysler ist wenigstens. Was für Roma denn die ganze Zeit? Ich habe keine Zeit für den. Hättest du dich nicht an den Straßenrand stellen sollen, wenn du nicht willst, dass ein Auto geklaut wird. I used to be pretty famous in the ex-girlfriend put a video of me naked online kind of way. Here's another tune. Gut. Es sind immer so viele Nebenmissionen in GTA 4. So viele Dates, so viele Treffen, Alter, das ist doch. Nee, was schlimm. Ich meine, das Feature an sich ist ja ganz cool, aber. Vielleicht nicht so exzessiv. Dass man einmal pro Woche was vielleicht mit dem. Okay, dann brauchen wir auch schon ganz schön eine Menge. Yo, Mickey, what's up, homie? Our boy Stevie hit me up. Wanna hook us up with a sweet ride. It's on one
soldier that gave it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I was just telling him how, you know, you can make things happen. He's gonna be in touch with you about the card he just found, if you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff, if the price is right. Give him my number. Fuck, man, you are the boy. I'll call Stevie. Ich hätte eigentlich nicht rangehen sollen, weil wir hier das machen wollen. You have arrived. Come on, man, move it. Okay, let's get it. Was machen wir mit ihr denn mal? Burgershot. Wollen wir einfach mal zu Burgershot fahren mit der? Dann haben wir es schnell hinter uns. Wir waren mit ihr in so einem billigen Ding, scheiße schon. How much did it cost? 1000. I'm digging the new shoes, Nico. So, what do you into, Carmen? What do you really like? I don't know, honey. I like boys. I like looking good. I like watching TV. Yeah? What do you watch? All types of stuff. How else are you gonna learn about the world? If your picture of the world comes from the TV you watch in this country, then you've got to have a pretty distorted view. For sure. If you watch those big Vinewood movies and sitcoms and stuff... I'm not so sure. They got a reality TV show for everything now. Rich people, cars, hookers. They should make a show about me. I look better than most of them bitches on there anyway. Sure. Well, what would happen in your show? I just live, you know? It'll tell everyone out there what it's like for a girl coming out of South Bohan, trying to make something of herself. Sounds like compelling viewing. Burger Shot, chill. How even celebrities eat fast food. It's food for everyone, no matter who you are. Fast Food ist einfach Beste. Und dagegen kann man nichts sagen. Wir sollten auch von Waffen gezogen zu haben. Ausweichende Granate, die ist chillig. Calculating route. Wie willst du noch sagen? Aber jetzt noch einmal gesagt. Hä? Fand sie es doch nicht so geil, oder was? Und jetzt einfach rauslassen? Ach, eine SMS von Steve wahrscheinlich. I'd like to come in. Come on, get in here. Hey. So. Hey, can you move out of the way? Was macht der da? Which one are you again? You cannot hold Carmen down. You can't. Oh. The internet wasn't useful. Hä? Ich sehe diese Energie immer an der Ecke Bismarck Avenue, Topaz Street. Keine Ahnung, was ist das? Gut, das machen wir auch immer. Das müssen wir auch für 100%, müssten wir auch für 100% machen. Warte mal, Bernie könnte jetzt. Wir machen erstmal Derek. Ja, wenn wir da wären, wäre es, glaube ich, würde es gerade so gehen. Lag ein Messer oder so. Roman. About happily ever after. I'm working on this, cousin. There's this girl I like. She's
called Kate McCreary. I don't buy for the wedding. You don't even know her, Roman, so please, try not to embarrass me. Congratulations on the engagement. Thank you, cousin. Was ist mit Carmen und Kiki? Willst du nicht auch so einladen? Nur Kate? Alle Freundinnen heißt entweder, fangen entweder mit C oder mit K an. Karen, die eigentlich, also Michelle, die eigentlich Karen heißt. Dann Carmen mit C, Kiki und Kate. Ich glaube, ich sehe hier ein Muster. Unten fahren, okay. Vorsichtig. Was hat sie jetzt geschrieben? Meinst du nicht, dass dieses Gesicht auf dem Cover... What the fuck is yourself, Allah? Babysitting. Jetzt mit dem Boot, Allah. Ich kann sogar echt fahren. Get in the boat, me boy. You're the skipper of this little vessel. Willst du von mir? Du musst zu Kims Boot. Ist Kim jetzt eine Frau oder ist Kim jetzt irgendein chinesischer Name oder so? Na, koreanisch. I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys. Yeah, you were out of it. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden. We all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, Dave. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me and anyone who'll listen. I know how it feels to be betrayed. Ich hab jetzt gedacht, es ist ein Containerschiff oder so, wo du dich hinfahren musst. Aber nee, es ist nur so ein kleines Wechsel. Yes, I Kim. You Dedeko? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Folge Kim. Another immigrant, arriving in this city. Trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hands of the Lord now. What the fuck is this? I think I got a clue! Use our boat to steal Tim from these fuckers! I don't give a shit if this thing sinks! We gotta protect him! I'd rather swim home tonight than come back tomorrow to die for those notes! Hey, triff doch mal besser. Wieso explodieren hier so leicht? Gut. Bootsfahren. Wird auf das falsche Boot geschossen, so ein bisschen. Hoffentlich fällt das nicht zu sehr auf. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Soll ich den Helikopter jetzt runterholen oder was? Easy, ne? Ein Schuss. Ja, die ist doch locker älter als seine Mutter. What the fuck?
Hey, seine Mutter sah irgendwie so aus wie so Anfang 70 oder so, und der sieht aus wie 80 oder so. Und der nimmt wahrscheinlich viel zu viele Drogen. Das kann natürlich sein. Sind wir bald mal da? Ich denke, wir legen hier jetzt endlich an. Aber wir müssen euch jetzt mit 4 Schuss. Wenn er mir nicht weggenommen wird nach der Mission. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Gut. Ah, gut, wir spawnen hier oben. Das war knapp. Voll Idiot, okay, dann holen wir den Range Rover. Hallo? Excusez-moi? Gut, dann jetzt zu Bernie, würde ich sagen. Also noch mal. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Hat er geblieben? Gut. Wir könnten theoretisch noch ein Polizei. Ich weiß nicht, wo Polizeiautos stehen hier. Ich habe euch gerade nur geraten, aber dann habe ich gesehen, das ist eine Polizeistation. Weil in 3 Minuten schon wir keine Mission mehr. Also wir können jetzt ein bisschen rumcruisen. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch irgendwie so einen random Charakter. Ich glaube zwar nicht, aber man kann da mal gucken. Aber der hat wahrscheinlich auch hier so eine 10.000 Stunden Mission. Hey, töte bitte alle Tauben für mich in einer Sekunde. Okay. Ich finde es so super, von Autos zu rennen. Vor allem, wenn die so quer vor mir stehen. Das macht am meisten Spaß. Ja, so wie der da. Ah, ne, der hat scheiße, schade. Die kann man anscheinend nicht umhauen, okay. Oder ich war zu langsam. Der Karre ist fast im Arsch, aber wir schaffen es gleich noch zu Bernie. Okay, die Karre brennt perfekt. Kein Beweis, dass wir damit gefahren sind. Okay, Leute, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.